Hallo, hallo zusammen. Wir wollen uns nun ja ein wenig mit komplexen Wegintegralen aus dem Bereich der Funktionentheorie der komplexen Analysis beschäftigen. Und zwar dazu haben wir folgende Menge gegeben. Das ist die Menge der komplexen Zahlen mit imaginärer Teil größer 0 und ja, mit der Länge kleiner als 3. So, und was wir jetzt wollen ist, wir wollen eigentlich dieses Integral hier lösen. Das ist ja die Funktion, also die Funktion, die komplex konjugiert. Und das wollen wir integrieren entlang dem Rand von M. So, und dazu parametrisieren wir den Rand von M durch einen Weg und dann haben wir nur noch Wegintegrale, die wir lösen. Okay, also machen wir das. Lösung. So, schauen wir uns doch die Menge mal ein bisschen genauer an, damit wir überhaupt wissen, was der Rand hier ist. So, 1, 2, 3. Hier ist i, 2i, 3i. Minus 1, minus 2, minus 3. So, imaginärer Teil größer 0, also oberhalb der also die obere Halbebene und Betrag kleiner 3, das heißt, hier so ein Halbkreis und alles da innen drin, das ist M. So, wenn wir uns den Rand anschauen, das ist hier unten und hier von diesem Halbkreis. Genau, das ist der Rand. So, und das soll ja entlang dem Rand integriert werden. Das heißt, ja, wir brauchen eine Parametrisierung des Randes. Und wir sollen auf die Umlaufrichtung achten. Und ja, wie wir das machen, wir müssen eben entlang dem Rand hier so spazieren gehen, ja. Und das kriegen wir durch zwei Kurven hin. Kurve 1 fängt von hier an mit der komplexen Exponentialfunktion. Radius 3, Winkel von 0 bis Pi. Und dann die zweite Funktion von da. Also nennen wir die Wege vielleicht Gamma 1, Gamma 2. So, Gamma 1 von t Radius 3 e hoch it, ja, t von 0 bis Pi. Von 0 bis Pi. Und Gamma 2, naja, das ist einfach t, aber t-Element von minus 3 bis 3. Von minus 3. So können wir den Rand parametrisieren. Durch die zwei Wege. So, und jetzt müssen wir es nur noch ausrechnen. Das heißt, die komplexe Konjugation entlang dem Rand. Ja, das ist einfach die komplexe Konjugation entlang Gamma 1 und dann entlang Gamma 2. So, wie ist das jetzt definiert? Naja, hier kommt die komplexe Konjugation und dann nachdifferenziert. Okay? So, Gamma 1 ist von 0 bis Pi. Also die komplexe Konjugation, das ist 3 mal e hoch minus it. Nachdifferenziert, die Ableitung davon bleibt stehen. Nachdifferenziert, das gibt einmal i dt. Plus, naja, wir haben nur die Funktion t, Konjugation davon bleibt t, nachdifferenziert mal 1, von minus 3 bis 3. So, das hier, das ist offensichtlich, das wird zu 0. Ja, t, also
Ich meine, das Integral wäre ein t, ein halb t Quadrat und die heben sich auf. Ja. Das ist offensichtlich das ist 0. So, was haben wir hier? 3 mal 3 mal i, 9i, können wir vorziehen, vor das Integral von 0 bis Pi. So, e hoch minus it mal e hoch it, das ist e hoch minus it plus i, t, das ist e hoch 0, ja, und e hoch 0 ist 1, also dt. Naja, das heißt, das Integral davon ist einfach Pi. Das heißt, das ist 9 i. Ja, eine nette, kleine und ziemlich coole Aufgabe. Okay, dann hoffe ich, dass es euch hilft und euch weiterbringt. Und ich bin am Ende und setze einen Punkt. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal.